Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zum OMSI-Bus-Simulator. Mann, ist es lange her, dass ich das jetzt mal aufgenommen habe. Mal gucken, ob ich das überhaupt noch hinkriege heute alles. Ja, ungewohnt, wir starten gerade aus dem Cockpit. Hat keinen bestimmten Grund. Ich sag euch kurz, worum es heute geht. Seht ihr wahrscheinlich auch schon im Titel. Wir fahren heute in Freiburg. Das ist eine Stadt, die nichts mit der Bus-Simulator 2012 Stadt zu tun hat. Warum man die Map dann so nennt, weiß ich nicht. Aber, ja, wenn es dem Map-Ersteller gefällt, soll es ruhig machen, ist ja nicht schlimm. Kann dann vielleicht bloß für Verwechslung sorgen, aber egal. Ich will mal nichts dagegen sagen, weil die Map ist richtig super geworden. Und es gibt zwei Linien, einmal Linie 10, einmal Linie 14. Und wir fahren heute erstmal Linie 10, die ist jetzt mit der Version 3.0 neu dazugekommen. Und wir gucken mal ganz kurz, wie wir fahren. Man sieht jetzt hier, 8 Minuten Fahrzeit sind angezeigt, das ist aber viel zu wenig. Steht auch in der Readme drin, man braucht eine Viertelstunde. Dem will ich jetzt mal glauben, weil, hier, schaut mal, ich schaffe, glaube ich, keine 1, 2, 3, 4, 5 Stationen innerhalb von 3 Minuten. Also das ist, glaube ich, ein bisschen komisch bemessen, dieser Fahrplan, aber man weiß ja nie, ne, wenn jetzt hier irgendwie nur 10 Meter voneinander entfernt sind, nee. Aber, ja, man weiß ja nie. Genau, dann hier übrigens neues Wartehaus, ne? Ja, Solaris-Bus, dachte ich mal wieder, ne? Ist ja lange her, übrigens auch tagsüber. Na, letzte Folge war ja im Dunkeln, im Schnee, in Bad Kinzau. Ja, Folge 51 ist jetzt übrigens, wisst ihr wahrscheinlich. Steht ja alles im Titel drin. 0,7 Minuten haben wir noch. Wartezeit, ach, können wir schon mal reinlassen eigentlich. Genau, und wir fahren nach... Heißt Altenburg Schulstadt, genau. Und im Bus ist es zu kalt. Hallo. Ja, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie man im Solaris heizt. Hier wahrscheinlich, ne? Wo geht denn es an? Hier vielleicht? Wo macht man denn? Ah, hier. Okay, verstehe. Machen wir mal auf 2. Schön warm. Hier, weiß nicht. Weiß nicht, was sie alles machen hier. Den ganzen Schalter. Ich kenne mich hier nicht aus. Egal. So, wir können fahren. Ja, ich bin gespannt. Ich bin die Map noch nie gefahren. Noch nie selber. Das ist gerade auch das erste Mal, dass ich die gemeinsam mit euch entdecke. Aber ich kann euch schon sagen, die ist ganz gut. Weil man das einfach so auch auf den ersten Blick sieht. Das ist ja oft so bei Maps. Der erste Blick ist schon immer viel wert. So auch bei dieser, bin ich der Meinung. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt noch irgendwas Schlechtes kommt. Naja, wir fahren jetzt jedenfalls hier gerade aus der Schleife raus, Richtung Altenburg. Durch die Wohngegend hier. Ja, die Map sieht halt irgendwie komplett aus, so als würde nichts fehlen. Die Büsche sind da, Verkehrsschilder sind da, es ist schön dicht besiedelt. Also es ist so eine Map, wo man wirklich denkt, in echt könnte es sie so geben. Es gibt ja so Maps, wo man denkt, naja, in echt wäre das ein bisschen unrealistisch, das und das. Aber das hier ist wirklich sehr... Also man, das könnte wirklich real sein, bin ich der Meinung. Genau, so, gibt es Ansagen? Ich glaube, es gibt Ansagen, ich habe vergessen, die einzufügen. Ah, ist ja doof, habe ich ganz vergessen, wir fahren ja Solaris. Scheiße. Naja, ist jetzt auch zu spät, wir fahren ja noch eine zweite Folge hier, vielleicht denke ich dann mal dran. Dann nehmen wir auf jeden Fall einen anderen Bus. Und jetzt sind wir hier am Altenburger Ring. Ja, ich hab's ja in dem Kurzinfo-Video gesagt. Ich weiß nicht, ob jeder von euch das gesehen hat. Ich hoffe mal. Es kann ja sein, dass... Oh, hintere Tür vielleicht mal aufmachen. Es kann ja sein, dass ein paar von euch es gesehen haben, aber nicht raufgeklickt haben. Weil ihr irgendwie denkt, nö, sowas brauche ich nicht sehen. Ich guck nur die Folgen. Aber dann dürft ihr euch auch nicht wundern, warum eben so lange kein OMSI kommt. Engelstraße. Weil, ja, ich hatte eben irgendwie nicht so eine Lust, OMSI aufzunehmen. Und ich meine, 50 Folgen, überlegt euch das mal. Da müsste sich mal jemand hinsetzen und die ganzen Minuten zusammenzählen. Einfach mal alles im Taschenrechner eingeben. Die Sekunden, das wäre doch mal interessant. Kann ja jemand von euch machen, wenn er gerade nichts zu tun hat. Muss aber nicht, natürlich. So. Also ich mach's jedenfalls nicht. Mir ist es zu aufwendig, genau. Aufwendig, anstrengend, aufwendig. Ja. So,
und ich muss mich auch auf euch verlassen können, wenn ihr das macht. Aber ich rechne mal nicht damit. Aber auch hier diese Landstraße sieht irgendwie gut aus. Ohne Mittelstreifen. Aber das ist ja auch normal bei solchen engen Straßen. Dieser Wald und diese Kurven, diese Höhenunterschiede. Die Map wirkt auf jeden Fall komplett. Die letzte Folge war ja eh extrem lang. Ich weiß gar nicht mehr wie lang, aber es war auf jeden Fall eine... Oh, scheiße, da kommt ein Bus. Auf jeden Fall eine sehr lange Folge. Doch, Kollege. Ja, gut. Hat geklappt. So, weiterschalten vielleicht mal. Bruckensiedlung, ne? Oh, ich fahre ein bisschen schnell vielleicht gerade. Nee, es geht. Brücken. Sehe ich das da richtig? Oder Brücken? Hm, werden wir sehen. Naja, Linie 10 ist jedenfalls eine Überlandlinie, wie ihr merkt. Ein bisschen die Sicht wechseln hier. So. Der Bus wirkt total breit irgendwie im Vergleich zur Straße. Weil der Bus irgendwie so breit, aber irgendwie so platt ist. Der wirkt so platt, so, naja. Ah, da ist ja schon die nächste Haltestelle. Ich bin aber gerade ziemlich schnell gefahren, ohne es zu merken. Hui. Da war jetzt gerade doch keine Haltestelle. Da vorne ist sie, okay. Ja, ihr merkt, wenig Verkehr. Brems. Nee, Brücken. Ah, ich habe schon wieder nicht gesehen. Nee, Brücken. Ich hatte schon recht. Hallo? Die Map ist... Nee, was wollte ich sagen? Genau, die ich bin gerade völlig durcheinander. Der Verkehr ist sehr wenig, weil ich habe mit Absicht den ein bisschen runtergestellt, weil ich habe von ein paar von euch gehört, dass es euch überhaupt nicht... Hallo, Haltestellenbremse? Ach, die hintere Tür. Ah, stimmt. So, jetzt. Hallo, ich habe doch... Sag mal. So, jetzt. Weil ich habe jetzt mit Absicht ein bisschen runtergestellt, weil einige von euch haben gesagt, es ist jetzt nicht so wichtig, ob viel oder wenig Autos fahren. Lieber wenig, weil, ja, dann ist man auch nicht so im Stau und die Maps sieht man ja trotzdem und man fährt trotzdem Bus und solange ein paar Autos fahren, ist ja okay. Und dem kann ich auch nur voll zustimmen, habt da recht, deswegen habe ich den KI-Verkehr jetzt schon runtergestellt. Auch wenn es teilweise vielleicht nicht so realistisch sein mag. Naja, ich weiß jetzt gar nicht, wie spät es ist. Ich habe jetzt einfach irgendwas eingestellt, damit es hell ist. Weil in Wahrheit ist es bei mir gerade dunkel. Wann ist es schon mal hell im Winter in Deutschland, ne? Naja. So, was kommt jetzt? Brücken, Ortsmitte. Und ihr merkt schon, wir haben schon fast 2 Minuten Verspätung, also... Das ist schon richtig, dass man da nicht 8 Minuten braucht. Ich habe jetzt nicht gestoppt, wie viel wir jetzt schon brauchen. Da könnt ihr ja gucken. Ungefähr... da ist, glaube ich, noch eine Tür offen. Nee, da will jemand hinten raus. Oder? Hä, warum ist denn da... Ey, so, Leute, ich bin gerade völlig durcheinander. Nee, was ist jetzt? Eben war da noch ein gelbes Stopp-Symbol. Naja. Bin gerade ein bisschen leicht verpeilt, ne? Aber naja. So, Blinker vielleicht mal ausmachen. Brückenkirche. So, weit und breit niemand zu sehen. Kann ich den Blinker auch wieder anmachen. Und auf geht's. Ja, nochmal kurz wegen dem Announcement, wegen dem Kurzvideo. Diese Woche gibt es 2 OMSI-Folgen. Ja, ja. 2 OMSI-Folgen. Ups, nicht dagegen fahren. Weil es ja eben letzte Woche keine gab. Also diese Folge und dann die nächste Folge wird sein, das kann ich ja schon mal sagen, die andere Linie, die 14. Wobei ich mir da noch nicht sicher bin, ob ich nur die Hälfte zeige oder die ganze Linie. Wenn ich die ganze Linie zeige, dann auf jeden Fall in 2 Teilen. Das hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich wenn ich... Also die ist halt eine halbe Stunde lang und in Let's Play-Folgen dauert es dann eben doch nochmal ein bisschen länger mit Vor- und Nachgequatsche und so. Naja, dann vielleicht noch ein bisschen Verspätung. Jedenfalls wäre das dann zu lang für eine stinknormale Folge, meiner Meinung nach. Weil die Special-Folgen, die dann eben etwas länger sind, sollen sich auch noch irgendwie von den normalen unterscheiden. Wenn selbst die normalen dann über 30 Minuten lang sind, hat es ja irgendwie keinen Sinn mehr. So, und jetzt habe ich aber, glaube ich, wirklich was vergessen, aber es ist mir egal. Weil da leuchtet nach wie vor das Stoppschild, Stoppzeichen. Wahrscheinlich wollte jemand aus der 3. Tür aussteigen.
schreit jetzt ganz laut, ich wollte raus. Ja, aber es ist ja immer so, dass in den Türen, die nicht aufgehen, auch Knöpfe sind, dass man die Tür selber aufmachen kann, von daher, ne? Selber schuld. 50-50 Schuld, sagen wir mal. Das ist nicht nur meine Schuld, nein, nein, nein. Immer die Schuld auf andere schieben, so, Brockensiedlung. Brocken, 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 Brocken. Wie lange geht denn das Brocken noch weiter? Ach, steht hier gar nicht. Wahrscheinlich alles Brocken hier. Das ist super. So, jetzt mache ich aber am hinten auf. Ja, genau, das war's. Jetzt ist es weg. So, wieder zu. Und los geht's. Deswegen sind mir auch die MAN-Doppeldecker lieber, weil da geht die hintere Tür automatisch auf und automatisch zu. Das ist immer viel relaxter und jetzt, ich mache es zwar nicht, aber eigentlich müsste man ja noch mal gucken in Spiegel oder Außenansicht, ob jetzt alle wirklich draußen sind und man die Tür wirklich zumachen kann. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Und wenn schon. Und geradeaus geht es wieder zur Jugendherberge. Das heißt, wir sind gerade ein bisschen im Kreis gefahren, verstehe. Ach, die wollen uns schon hier entgegenlaufen. Können sie kaum erwarten, dass der Bus da ist. Na super. Nee, nee, nee. Ein bisschen Geduld noch, bis ich hier um die Ecke bin. So, jetzt könnt ihr. Na, einmal umdrehen, einmal bis zum Ende laufen und wieder zurück. Jawohl. Wir haben ja Hallo. Zeit. Wir haben ja sonst nichts zu tun. So, was ist hier? Hinten? Hallo? Ist die jetzt ausgestiegen oder will die auch noch bei uns rein? Nee, die sieht aus, als würde sie weglaufen. Man weiß ja nie so richtig bei den KI-Fahrgästen, ne? Plötzlich drehen sie dann doch um. Aber gut, deutlich schlimmer war es ja damals noch im Bus-Simulator 2012. Und das ist ja schon eine kleine Anlehnung daran, an unser Let's Play, was immerhin 40 Folgen lang gedauert hat. Was jetzt aber natürlich vorbei ist, wird bald abgelöst. Anfang Dezember kommt ja... Oh, scheiße, ich habe das Datum gerade gar nicht im Kopf. Anfang Dezember jedenfalls wird mir der City Bus-Simulator 2 geliefert von denselben Herstellern. Und ja, mal schauen, was denn das so wird. Und übrigens für die damals noch bei Cities in Motion dabei waren, es kommt ja bald auch, also ich weiß nicht genau, 2013 glaube ich, irgendwann Anfang, Cities in Motion 2 raus. Mal gucken, ob ich das auch Let's Playen werde. Habe ich so angedacht, aber ich muss halt bloß aufpassen, dass es nicht zu viel wird, weil... Ja, ich bin jetzt auch nicht Let's Player von Beruf, deswegen kann ich nicht mehr den ganzen Tag für Let's Plays verschwenden, leider. Deswegen habe ich eben auch nicht so viel Zeit und so viele Let's Plays würde bedeuten, dass die seltener rauskommen und das wäre dann auch suboptimal, sag ich mal, für die Leute, die dann halt oft was gucken wollen. Jetzt ist es ja zum Glück so, dass FIFA 13 Karrieremodus relativ oft kommt. Omsi kommt jetzt gerade nicht so oft, weil, wie gesagt, dadurch, dass ich mir keine Pause gönne mal, habe ich ab und zu auch keine Lust auf das Spiel und das gebe ich auch ganz offen zu, weil... Nach 50 Folgen, nach, weiß ich, ein Jahr fast, habe ich das Spiel jetzt, ich weiß noch, damals habe ich es Ende Dezember bekommen, habe ich geschenkt bekommen, ja, und, ja, dann ist es eben manchmal doch, ich meine, ich mache es ja wirklich durch, ich habe, außer natürlich Sommerferien, habe ich mir wirklich keine Pause gegönnt, also, natürlich kann man die Woche jetzt auch als Pause bezeichnen, aber, naja, also richtig offiziell Pause ist es ja dann doch nicht. Da müsst ihr auch akzeptieren, dass ich momentan jetzt nicht den Nerv dazu habe, wirklich alle zwei Tage eine Omsi-Folge rauszubringen. Vor allem, weil so viel passierte da auch gar nicht. Das ist ja auch das Problem immer. Ich brauche ja eine ganze Menge Gesprächsthemen immer für Omsi, was ich euch so erzählen kann. Weil immer zu sagen, ach, jetzt fahren wir da rein und jetzt fahren wir da lang und jetzt fahren wir da lang, stopp. Ist ja dann auch irgendwann nicht so toll. Bei FIFA ist eben was anderes, da kann man mal was über das Spiel erzählen, da kann man auch, ich soll ja im Omsi nicht über Fußball reden, das mache ich ja jetzt immer bei FIFA, das habe ich ja früher mal auch im Omsi gemacht. Ja, über Fußball reden kann ich jetzt auch nicht im Omsi, das ist dann alles bei FIFA und da kann ich halt schön was erzählen, gibt es immer was zu erzählen, passiert ja immer was im Spiel, aber im Omsi ist das anders. Naja, jedenfalls könnt ihr das hoffentlich verstehen, es kam ja auch in letzter Zeit gar nicht so viel Neues. Natürlich, es erscheinen immer ab und zu irgendwelche Maps, die ich euch zeigen kann. Freiburg ist jetzt gerade schon ein bisschen länger raus. Viele von den Maps sind auch total nett. Macht auch Spaß, sie zu fahren, aber naja, halt mehr als einmal die Woche ist es dann halt auch nicht so viel wert. Ne. So lange Damm, wo ist das denn? Oh, da habe ich eine ganze Menge Ansagen jetzt übersprungen, naja.
Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und ich mache ja weiter. Und hier oben zugewachsene Bahnstrecke. So, das rote Auto traut sich nicht an uns vorbei. Das ist gut so, wir haben Autorität hier in der Stadt. Jeder kennt uns, jeder hat Angst vor uns. Hier kommen wir, hier komme ich in unserem Solarisbus. Jawohl. Alle aufwachen da oben in den Balkons. Ja, hier ist nichts mit Mittagsschläfchen. Ach, wir sind da eben Winter. So. Und nächste Station ist Rathaus. Das wäre dann die Endstation. 5 Minuten Verspätung. Jetzt lass mich mal rechnen. 5 plus 8. So, muss ich mal kurz mein Handy hier Taschenrechner. 5 plus 8. 13. Ach so, ja. Nee, das war gerade ein Scherz, ja, also nicht, ich denke, ich kann nicht rechnen. Ich kann nicht rechnen, aber ich glaube, das kriege ich dann doch noch auf die Reihe. 5 plus 8 macht 13, das heißt, 13 Minuten müsste die Folge mindestens lang sein, plus vorgelagert. Also eine Viertelstunde sollte es dann schon sein, ne, so ungefähr in dem Dreh. Das ist ja okay. Ich bin jetzt auch nicht so einer, der immer ganz speziell auf die Folgenzeit guckt, dass die immer passt. Ich fahre einfach und wenn es dann sich ergibt, dann ist eben eine Folge vorbei. Es gibt ja Leute, die machen immer so, ja, 10 Minuten Folgen. Und das ist dann die Regel. Und dann schneide ich einfach irgendwo drin. Aber das finde ich immer nicht so toll, wenn irgendwo mittendrin geschnitten wird. Ich finde, die Folge sollte schon Anfang und Ende haben. Da, wo es auch wirklich beginnt und zu Ende ist. Ja, wenn ihr wisst, was ich meine. So, ein Bus steht dann hier. Rathaus. Umschildern und weiterfahren. Okay. Ach, ist ja schön hier mit dem Bogen, dass man da durchfahren kann. Gut, also, nach wie vor bin ich der Meinung, sehr gute Strecke, gefällt mir sehr gut und das war's dann erstmal mit Folge 51 vom OMSI The Bus Simulator und ich habe fast schon wieder vergessen, hier die Tür aufzumachen. Gut, dass ich nochmal ein bisschen genau hingeguckt habe. Ja, danke fürs Zuhauen, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, nächste Mal Linie 14. Mal schauen, ob ich die dann teile oder nicht oder wie, aber werden wir dann sehen. Aber ich werde dran denken, die Ansagen einzufügen, also... Bis zum Wochenende gibt es noch eine zweite Folge. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.